Haare sitzen. So Leute, welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Arne Korte und in diesem Video sprechen wir über die Trendfrisuren der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Daniel Korte. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, ja, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Teil meiner YouTube-Community werdet. Einfach auf Abonnieren klicken, ist kostenlos und am besten auch die Glocke einschalten, dann werdet ihr jedes Mal benachrichtigt, wenn ich ein neues Video uploade. Und ich habe auch Instagram, by the way. So, jetzt starten wir aber mit den Trendfrisuren 2018. Am liebsten würde ich jetzt mich über unsere Nationalmannschaft auslassen, ja, wie scheiße wir gespielt haben, was für eine Blamage das ist, was wir da hingelegt haben, ja. Aber das mache ich lieber nicht, denn dafür reicht die Zeit nicht aus, dafür müsste ich live gehen und einmal richtig abkotzen über unsere Nationalmannschaft. Also echt peinlich, Leute, peinlich, 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 was soll man dazu sagen? Aber egal, wir machen jetzt kein Statement zu unserer Nationalmannschaft, sondern es geht um die Trendfrisuren 2018 der Fußball-Weltmeisterschaft. Starten wir mit Trend Nummer 1. Kurzhaarfrisuren für Männer. Ganz kurze Haare. So, der Stylomat der spanischen Nationalmannschaft und der Stylomat von Real Madrid, Sergio Ramos, hat es vorgemacht. Er hat sich seine Haare komplett abrasiert. Nicht komplett, hat vielleicht 3-4 mm stehen gelassen. Dazu noch ein bisschen Bart. Kann man auf jeden Fall als Trend beobachten bei der Nationalmannschaft, auch von England. Ja, die Engländer haben auch super viele, also fast eigentlich alle Engländer haben kurze Haare oder einen Fade Cut. Auf jeden Fall ein Trend der Fußball-WM 2018, Kurzhaarfrisuren, ganz kurze Haare. Ich selber hatte auch sogar mal kurze Haare, ja. Als ich noch Fußball gespielt habe, sah ich aus wie so ein Skinhead. Also jetzt nicht böse gemeint, also bin ich absolut nicht, aber das sah echt ein bisschen krass aus, wenn man als blonder Typ so richtig kurze Haare hat. Ich blende vielleicht nochmal ein Foto hier ein an dieser Stelle. Könnt ihr euch ja mal anschauen und mal einen Kommentar da lassen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Aber der Trend Kurzhaarfrisuren ist auf jeden Fall da. Trend Nummer 2 der Männerfrisuren 2018 bei der Fußball-Weltmeisterschaft ist, wisst ihr, was ich meine? Das Einrasieren an den Seiten. Also viele Fußballer, das gab es ja auch schon vorher, ja nicht nur jetzt gerade aktuell bei der Fußball-Weltmeisterschaft, aber viele Fußballer haben den Trend gesetzt, sie rasieren sich an den Seiten einfach in jeglicher Variation irgendetwas ein. Manche lassen auch die Haare oben länger, machen die zur Seite hin, machen ein paar Cuts rein, da ist es, keine Ahnung, da ist der Fantasie irgendwie keiner Grenze gesetzt. Einige Leute machen da 2 Cuts rein, einer macht nur 1 Cut rein, einer macht einen Cut in den Scheitel. Wer macht denn das aktuell eigentlich alles? Toni Kroos zum Beispiel, ja? Der hat zum Beispiel seinen Cut direkt am Scheitel. Julian Draxler, ja, Julian auch natürlich ein Stylotyp, nicht umsonst der Markenbotschafter von Hugo Boss in diesem Jahr. Auch im Scheitel einen kleinen Cut drin, Haare zur Seite, sieht auch sehr gut aus. Cristiano Ronaldo, ja, der verpasst natürlich auch keinen Trend, hat das auch gemacht. Oder auch der Alexander Arnold hat, glaube ich, von England, hat 2 Cuts an der Seite drin. Genauso wie der Yunusay von Belgien, der gerade aktuell das Tor geschossen hat, das Siegtor gegen England. Der hat auch 2 Cuts an der Seite drin. Also da sind, glaube ich, der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Jeder kann machen, wie er Bock hat, ob als Fade Cut oder mit ganz kurzen Haaren. Also rein rasieren in jeglicher Form ist auf jeden Fall ein Trend zu sehen und sieht auch bei dem einen oder anderen sehr, sehr gut aus. Und muss ich ehrlich gestehen, würde ich auch gerne mal selber ausprobieren. Vielleicht mache ich das sogar bald. Trend Nummer 3, ja, gab es auch schon länger, aber immer noch vorhanden, der Man-Bun. Ja, ich freue mich auch schon riesig, bis ich mir meinen ersten Man-Bun mal richtig machen kann. Aber der Man-Bun bleibt nach wie vor ein absoluter Trend, auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Zlatan zum Beispiel, ja, hat seit eh und je ein Man-Bun, ja. Wer noch? Der Spieler, der gerade krass gehypt wird von Island bei Instagram und in den Medien, Gislason, ja, der hat auch einen Man-Bun, blonder Typ, Man-Bun gemacht, lässt die Haare auch manchmal locker, sieht sehr gut aus bei ihm, wie ich auch finde, also muss ich auch sagen, nicht zu Unrecht steht er gerade in den Medien so weit oben, hat ein cooles Instagram-Profil, müsst ihr euch mal abchecken, packe ich mal auch mal in die Infobox unten rein. Dann, wer hat noch einen Man-Bun? De Gea, der Keeper von Spanien, hat auch einen Man-Bun. Oder auch Cesares von Uruguay hat einen Man-Bun. Also Man-Bun definitiv nach wie vor ein Trendfrisur 2018, auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Trend Nummer 4, was Frisuren angeht. Ja Leute, Farbe, 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 Farbe. Hab ich gelacht, scheiße Mann. Oh Gott, was hat er sich dabei nur gedacht, ja? Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, Jerome,
Nein, ich meine nicht Jerome, sondern Neymar. Mann, Junge, was hat er da gemacht? Hat sich so Spaghetti-Haare gemacht, ja, bis dann die Medien seine Frisur durch den Schlamm gezogen haben. Dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal und wieder zurück, ja. Und dann hat er sich, glaube ich, gedacht, okay, ich muss meine Frisur ein bisschen abändern. Aber Farbe ist auf jeden Fall auch ein Trend. Allerdings, Leute, passt auf, was ihr mit euren Haaren macht, ja. Wenn ihr euch schon Farbe in die Haare klatscht, ja, dann versucht vielleicht nicht zu krass euren Style zu verändern. Aber ich muss sagen, bei Neymar ging das wirklich komplett in die Hose. Also hat er sich selber ein Eigentor geschossen. Also was er da gemacht hat, weiß ich auch nicht. Also das sah wirklich katastrophal aus. Aber es kommt natürlich auch ganz auf den Style drauf an. Also wie du deine Haare dann auch frisierst und stylst. Das kann natürlich manchmal gut aussehen. Ich finde, bei manchen Situationen sah es gar nicht so schlecht aus, wie Neymar das gemacht hat. Aber auf manchen Fotos war einfach Vollkatastrophe. Was anderes kann man dazu nicht sagen, ja. Und da gibt es ja noch einen, ich habe es gerade erwähnt, Jerome hat sich auch getraut, Farbe zu benutzen. Vor allen Dingen gerade beim ersten Spiel ist es allen Leuten aufgefallen, beim Spiel gegen Mexiko. Da hat Jerome sich wirklich getraut, sich die Haare grau zu färben. Jerome, Digga, ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du die gefärbt hast, die Haare, oder ob du sie mit dieser grauen Paste, der reingemacht hat, dass es dann so grau aussieht. Ich weiß es nicht. Ich persönlich finde ja immer so, schwarzer oder so ein farbiger hat immer so eine gewisse Coolness, ja. Und egal, ob du dem grüne Haare machst, gelbe Haare machst, graue Haare machst, wie bei Jerome, sieht irgendwie immer cool aus, ja. Also ich muss sagen, viele Leute haben gesagt, hey, was hat der für eine Haarfarbe? Ich fand es, muss ich sagen, ganz cool, ja. Jerome hat sich danach, die Haare ein bisschen kürzer wieder gemacht, aber ich fand es nicht schlecht, ja. Kurze Haare und dann ein bisschen grau gefärbt oder halt diese Paste reingemacht, fand ich nicht so schlecht, aber auf jeden Fall auch ein Trend, Farbe bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Und Jerome, Digga, ich weiß nicht, ob du dieses Produkt benutzt hast, aber falls ihr mal eure Haare grau machen wollt, ich packe mal ein Produkt in die Infobox rein. Da gibt es nämlich so ein Haarwachs, was die Haare wirklich grau macht. Keine Ahnung, Jerome, was du benutzt hast, aber ich pack's mal rein. Vielleicht interessiert es euch ja, könnt ihr euch bei Amazon einfach bestellen. Ganz easy going. So, kommen wir zum letzten Frisurentrend der Fußball-Weltmeisterschaft. Auch nach wie vor finde ich auch immer noch Stylo. Du musst halt ein Typ dafür sein, du musst es tragen können. Ein Undercut oder ein Fade-Cut mit Bart. Ja, also der Bart-Trend ist auch nach wie vor noch da. Viele Leute haben einen langen Bart, einen Fade-Cut an den Seiten und oben etwas längeres Haar oder halt einen Undercut und dann noch Bart dazu. Aber an dieser Stelle muss man auch sagen, dass mehr zum Fade-Cut geht, weniger zum Undercut. Und ich persönlich finde den Fade-Cut auch cooler. Und da gibt es natürlich jetzt solche Vorreiter wie den Kapitän von Island, ja, der einen krassen Bart hat und auch so einen krassen Fade-Cut drin hat. Oder auch den Kapitän der australischen Nationalmannschaft, der auch einen kräftigen Bart hat, auch ein richtiges Monster ist auf dem Platz. Also der Trend ist auf jeden Fall noch vorhanden. Finde ich richtig cool, richtig lässig und sieht man ja auch überall, wenn man auf der Straße rumläuft. Also dieser Trend bleibt 2018 nicht nur bei der Fußball-Weltmeisterschaft vorhanden, sondern auch auf den Straßen Deutschlands. So, fassen wir die Trendfrisuren der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 nochmal zusammen. Trend Nummer 1, auf jeden Fall Kurzhaarfrisuren. Sergio Ramos macht es vor, ganz kurze Haare, fast Latze, nur noch ein paar Stoppeln stehen lassen. Auf jeden Fall ein Trend der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Trendfrisur Nummer 2, Seiten einrasieren in jeglicher Variation. Manche Spieler machen nur einen Cut, manche machen zwei Cuts, manche machen einen Scheitel-Cut. Auf jeden Fall Seiten einrasieren, ein weiterer Trend. Trend Nummer 3 bleibt nach wie vor bestehen, ja, Man-Bun, hammergeil, finde ich nach wie vor top. Ja, Zlatan Ibrahimovic, du bist mein Mann. Trend Nummer 4, Farbe, ja, wenn ihr Farbe benutzt, passt ein bisschen auf, macht es nicht so wie Neymar, sondern ein bisschen mehr wie Jerome. Aber testet euch vielleicht einfach ein bisschen aus mit einem farbigen Haarwachs und dann könnt ihr das Ganze testen. Und wenn ihr dann wirklich sagt, okay, es ist geil, dann färbt die Haare erst, ja, mein Tipp an dieser Stelle. Trend Nummer 5, der Fade Cut mit Bart. Ja Leute, wenn euch das heutige Video zum Thema Trendfrisuren 2018 der Fußball-Weltmeisterschaft gefallen hat, ja, dann abonniert gerne meinen Kanal und schaltet auch die Glocke ein, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video uploade. Ich würde mich freuen, wenn ihr Teil meiner YouTube-Community werdet. Gerne könnt ihr mich auch auf Instagram abonnieren oder mir einen Kommentar da lassen, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, was eurer Meinung nach die besten, genau, das machen wir einfach. Schreibt einfach mal rein, was eurer Meinung nach die Trendfrisuren der Fußball-Weltmeisterschaft sind. Vielleicht habt ihr auch eine andere Meinung als ich. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall einen Kommentar da lasst. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Kakao. We'll be right back.